Damit wieder ein recht herzliches Willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem kleinen Minigame. Und zwar spielen wir Halloween. Gemacht ist das Ganze von Damian Gonzalez. Das ist ein Fanmade-Projekt, was angelehnt ist an die Halloween-Filme. Und zwar an den ersten Teil von 1978. Da werden wir jetzt mal reinschauen. Ach du Scheiße. Wir werden die ganze Zeit beobachtet. Was hab ich hier unten? Hallo? Okay. Wo ist denn hier die Telefon? Ah, ist hier hinten. Ah, ist ja schön. Okay. Gehen wir nochmal ran. Hallo? Go, Residence. Das sind aber komische. Ja? Okay, wir legen einfach wieder auf. Er atmet schwer. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Send Tommy to sleep. Tommy, du musst schlafen gehen. Ab, ab. Hoch geht's. Ab mit dir ins Bettchen. Close open windows. Als ob ich jetzt hier die open windows sehe. Es war jetzt doch Tommy, oder? Achso, oder? Okay. Woran erkenne ich denn, ob die Windows offen sind oder nicht? Also durch die Dinger kann ich die... Oh Gott, ich kann sogar sprinten. Durch die Dinger sehe ich das nicht so wirklich. The door is locked. Press 1 to try to your keys. Nein, 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 nein. Wir wollen... Die Tür soll ja verschlossen bleiben. So, haben wir denn in der Küche noch irgendwie Windows? Haben wir, aber die scheinen verschlossen zu sein. Der ist auch verschlossen, sehr gut. Können wir den Fernseher ausmachen? Sehr gut. Okay. Dann gehen wir doch mal kurz hoch. Zu Tommy. Okay, wir gehen nicht hoch zu Tommy. Ach doch, da ist Tommy. Okay. Schließen wir erstmal hier das Fenster noch. Hallo! Tommy! So, dein Fenster ist zu, dein Fenster ist zu. Warum ist diese Tür noch offen? Ach du Scheiße, ich kann mich da drin verstecken, oder was? Oh no! Habt ihr das gehört? Niemand da. Machen wir hier Licht aus? Tommy, schlaf schön! Guten Nächte. Guten Nächte. Warum kann ich das ja nicht zumachen? Na gut. So, alle Fenster sind verschlossen. The key doesn't belong to this door. Okay, okay, okay. Auch hier passt die Tür nicht. So, hier ist Licht an. Nope. Ich hab mich... What the fuck? Okay, der Schlüssel gehört nicht zu dieser Tür. Habe ich eine Taschenlampe? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Okay, also wir müssen noch ein paar Schlüssel suchen. Hier haben wir alle Fenster verschlossen. Okay, cool. Michael ist da. Restore the power from the basement. Okay, wie wär's mit... Ich sehe gar nichts, Freunde. Gar nichts sehe ich. Hätte ich vorher vielleicht eine Taschenlampe einsammeln sollen oder so? Ich sehe wirklich nichts. Ich sehe nichts. Scheiße. Ich habe nichts.
Wie soll ich das denn jetzt weitermachen, wenn ich hier nichts sehe? Ich kann nicht die Katze mitnehmen. Nope. Fuck. Okay, warte, warte, ich hänge hier. Ich hänge. Ich hab Hänger. Ich kann mich ducken. Okay, warte, warte, warte. Da hinten sehe ich was. Oh, lol. Okay, hier ist eine Taschenlampe. Oh Gott. What the fuck? Hey, ho, 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 ho. Oh, hey, 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 hey. Nicht so jetzt. Bullets. Ich hab. Fuck. Was macht denn der kleine Junge jetzt hier? Tommy, geh doch. Geh doch woanders hin. Und wo ist das Basement? Okay, Tommy ist. Ist weg. So, kann ich jetzt mit dem... Na, ist ja ein Träumchen. Jetzt komme ich hier raus und... ist ja gar nicht mal so schön. Und wir müssen jetzt irgendwie... in den Keller? Um den Strom wieder anzuschalten? Und ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Weil wir kommen hier nur raus. The door is locked. Ja, wunderbar. Aber ich gehe mal von aus, hier ist der Basement. Und dafür brauchen wir einen Key. Den wir nicht finden. Warte, warte, warte. Vielleicht funktioniert ja unser Key, den wir gefunden haben. Nein, funktioniert er nicht. Na, ist ja toll. So, und wir haben einfach nur so eine Taschenlampe hier. Und Tommy, auf den wir aufpassen, weil wir sind ja eigentlich nur der Babysitter. Für alle, die den Film nicht kennen. Tommy haben wir ins Bett geschickt. Wir haben die Taschenlampe gefunden, da ist der Rest doch ein Klacks. Ja, ich weiß ich nicht. So, anscheinend gibt es aber auch hier Waffen. Ne, weil wir haben schon mal Munition gefunden. Aber ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Warte mal, hier oben ist noch ein Key. A picked up key, okay. Kann ich mit dem jetzt draußen was aufschließen? Geht das? Mal, kann ich eigentlich im Fernsehen wieder? Nee, wir haben ja keinen Strom. Wie soll ich denn den Fernseher anmachen? Okay. Und Tommy kommt eben halt ab und zu auch mal runter, ne? Der schläft ja nicht so durch. Wie so ein normales Kind. Ne? Man kennt's. The key doesn't belong to the store. Hm, schön. Dieser Schlüssel ist also nicht der passende dafür. Ja, und er kommt dann eben halt einfach so Jumpscare-mäßig ab und zu mal runter. Name der Oma. So, das heißt, wir gehen mal nach oben, weil wir haben hier oben... Oh Gott, ich erschrecke mich hier schon alleine bei dieser quietschenden Scheißstufe da unten. So, passt hier der Key? Ja, hier passt der Key. Okay, cool. Das ist ein Arbeitszimmer und hier ist der nächste Schlüssel. Wir gucken mal in den Schränken nach. Nicht, dass sich Michael hier versteckt hat. Ich wüsste aber auch nicht, was ich gegen ihn machen sollte. So, in die Schubladen kann ich nicht reinschauen. Weil wir haben noch keine Waffe, kein nichts. Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Okay, der Schlüssel gehört hier nicht hin. Und hier gehört er auch nicht hin. Das heißt also, der Schlüssel, wir gucken mal ganz kurz. Tommy schläft noch, ne? Ne, natürlich nicht. Wo ist denn jetzt Tommy hin? Tommy. Er sollte hier schlafen. Tommy, ey, du versteckst dich jetzt hier nicht in dem Schrank, oder? Ey, Tommy, was machst du denn? Geh doch mal schlafen! Okay, dann... Schlaf von mir aus dem Schrank, ist okay für mich. So, hier ist aber keiner, ne? Hier ist... Nope. Nothing here. Hier ist auch niemand, ne? Nope. Okay. Hey, Tommy, dann bleib da, es ist okay für mich. Wenn this the place is you wanna to be, dann bleib da. Okay, die Tür ist noch zu. Wir gehen mal weiter. Wir gehen jetzt mal runter in den Keller. Ich freue mich.
Also ich muss schon mal sagen, dafür, dass es ein Fanprojekt ist, ist grafisch auf jeden Fall schon mal nice. Du Scheiße, als ob ich jetzt hier gerne reingehe. Hello? So, wie hat er denn bitte hier unten das Ding ausmachen können? Hey, hey, ho, hey, hey, yo, yo, danke dir für... Ich kann doch gar nicht vor ihm weg. Ja, moin. Nimm den Schlüssel oder ich bin weg. Ich bin doch, ich hab doch gesagt, ich bin weg. Ich bin tot. Au. Hi, Jojo. Ich, wie soll ich mich denn vor dem verstecken können? Hiding in the basement in the locker. Nimm den Schlüssel. Kann ich die Taschenlampe ausmachen? Ja, kann ich. Oh. Holding your breath. Wir müssen jetzt leise sein, ganz leise. Okay, he's going upstairs. Oh Gott! Okay, er ist weg. Hello, Bianca! Genau richtig eingeschaltet. Gott, jetzt geht's los. Hide and seek hier. Ich habe immer noch keine Waffe. Aber ich habe einen weiteren Schlüssel. Und wir haben wieder Strom. Aber Michael ist hinter uns her. Wo ist er hin? Ich hätte gerne eine Pistole. Aber, also wir wissen es ja, also... Ja, hat er mich jetzt gesehen? No way, fucking way, I'm out of here. Tschüss, ciao Kakao. Ich gehe hier wieder in meinen Sweet Spot. Als ob ich jetzt hier reingehe. Kommt der jetzt? Der kommt jetzt, oder? No. Hier geht er jetzt wieder weg, ne? Oder geht wieder weg? Oh, sehr gut. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich halte an so einem Zelda immer mit dem Atem an. Geht euch das auch so? Ja. Also mir geht es genauso. Leider. Warte mal, ich muss crouchen. Ich könnte kotzen. Okay. Also wir probieren jetzt unser Bestes, um mit Tommy da rauszukommen. Ich habe gar keine Ahnung, ob das unser Ziel ist. Psst. Versuchen jetzt richtig. Der steht mitten in dem Ding drinne. Wie kann der mich denn da sehen? Nope. Don't do this. Okay, das war jetzt ein bisschen buggy, aber ist okay. Wir gehen wieder in unser Sweet Spot. Was ist denn? Also ich weiß noch nicht mal, was unsere To-Do ist. Kill Michael Myers. Achso, da oben steht's ja. Ha. Ist halt nur die Frage, wie? Ich habe ja nichts. Also ich habe nichts als Waffe. Ich habe eine Taschenlampe und einen Schlüssel. Und eine Patrone. Ich bin nicht hier. No. Nimm ihm das Messer ab. Ja, ist einfacher gesagt als getan, ey Junge. Oh, er bleibt jetzt auch noch länger hier stehen. Oh, bitte nicht. Don't do this. Keine Luft mehr gleich.
hört es nicht. Er hört es nicht. Okay, sehr gut. Okay, also wie mache ich das? Er steht ja im Wohnzimmer. Kann ich ihm an ihm vorbei sneaken? Also ohne Taschenlampe, so crouch-mäßig? Is this the way we are? Oh Gott. Okay, warte. Also wir machen es jetzt. Wir versuchen. Also ich glaube auch mit einem weiteren Hit, ich bin tot. Und das Schlimme ist, ich sehe halt auch nicht mehr so viel, ne? Wegen halt Blut und so. Ist er jetzt nach oben gegangen? Mahlzeit, Black War! Sehr schnell crouchen und Luft anhalten. Okay, er ist oben. Er ist definitiv oben. Hier ist eine Axt. Kann ich. Nee, hier ist nicht eine Axt. Doch, ist eine Axt? Nee. Was ist das? Ich sehe nichts. I don't get it. Okay, komm, komm, wir spielen jetzt ein Spiel, mein Freund. Ja. Gar kein Problem, wir gehen jetzt nach oben. This key doesn't belong to this. Ich sehe halt auch nicht so viel, ne? Kommt der jetzt hier rein? Bitte nicht. Ist er jetzt da? Ist er nicht da? I don't know. Ich sehe es halt nicht. Achso, Hide and Seek ist ja so richtig gut. Ich sehe ihn halt nicht. So. I don't know. Ist er jetzt weg? Is he gone? Bitte geh runter. Geh bitte. Spielst du da Halloween? Ja, ich spiele. Ich glaube, ich gehe runter, oder? Komm wieder hoch. Die Schränke? Bitte nicht! Okay, er ist wieder draußen, er ist auf der anderen Seite. Er guckt jetzt aber nicht, wo Tommy ist, ne? Scheiße, ich muss Tommy beschützen. Zum Glück hat sich Tommy da auch versteckt. Also im Schrank. Okay, ist er jetzt wirklich gegangen? Er geht runter, oder? Okay. Okay.
Oh shit. Ich kann nur eins auswählen. Entweder oder. Taschenlampe oder Dings. Okay, warte. Kann ich ihn stunnen? Geht das? Okay, das war gar nicht so gut. Das ist gar nicht... Wo ist... I don't get it. Don't touch my tralala. Einmal, ein Hit krieg ich doch noch hin, oder? Krieg ich noch einen Hit? Nee, krieg ich nicht. Oh Gott, ich bin tot. Okay, das war gar nicht so gut. Aber wir wissen, da oben ist auf jeden Fall die... Ja, wunderbar. Das ist ja mal ein Safe Point. Der ist ja mal richtig kacke. Also einen weiteren Hit krieg ich nicht hin. Nee. Ist halt nicht gut. Und vor allen Dingen, wie viel Munition habe ich in der Pistole? Habe ich mehr als einen Schuss? Ich hoffe. Ey, ich blut wie Sau, als ob der das nicht sieht, dass ich hier sitze. Okay, er kommt erstmal hoch. Gar kein Problem. Oder auch nicht. Zu wenig Huhn, wenn man in dem Film glauben kann. Ja, die Munition selber ist ja, wie gesagt, also bei Halloween, ne, er bringt halt nichts. Egal, ob ich einen Kopfschuss gebe oder nicht. Das interessiert ihn feuchten. Aber er kommt, glaube ich, so ein Step by Step hoch wieder. Ich glaube, er ist in unserem Raum. Okay, er ist nebenan. Die Tür ist nämlich noch verschlossen. Er ist nicht mehr nebenan. Er ist definitiv nicht mehr nebenan. Geh woanders hin. Geh die Stufen wieder runter oder so. Okay. Ich glaube, er ist wieder weg. Oder? Doch, doch, das hört sich so an. Alter, ich blute hier aber auch alles voll. Das ist unglaublich. So wie es aussieht, war er gar nicht bei uns im Raum. Doch, war er. Bitte nicht. Don't open the store. Geh woanders hin. Mach es nicht. Ist niemand hier. Hat der gerade die Tür geöffnet und ist einfach gegangen? Problem ist, ich versuche euch jetzt mal mit abzuholen, ne? Ich weiß, ich habe eine Waffe. Wir wissen aber alle aus dem Film, das bringt uns nichts. Ich bin der Meinung, dass ich noch einen Schlüssel brauche, damit ich unten aus der Tür komme. So, ich könnte jetzt probieren, YOLO-mäßig ihm einfach versuchen, alles, was ich habe,
wegzuballern. Rein da. Immer gib ihm. Vielleicht stun ich ihn ja durch. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, wir können es ja mal probieren, ne? Also mehr jetzt sterben kann ich nicht. Michael! Don't touch my tralala! Als ob du mich nicht gesehen hättest. Tommy, komm mit! Ich, nicht Tommy, okay. Ich muss immer noch Michael killen. Aber dazu brauche ich doch einen Schlüssel! So, gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Nein. Das Problem ist, immer wenn ich hier lang latsche, mache ich Geräusche. Okay, okay, Michael, komm her. Jetzt machen wir ein Face-Off. Ich hoffe, ich schieße auch in die richtige Richtung. Come on, Michael! Oh Gott. Als ob der wieder aufsteht! Okay, er steht einfach wieder auf. So, warte mal, hier habe ich nichts weiter gefunden. Hier komme ich nicht rein. Und hier bin ich in der Sackgasse. That is not the best idea I ever have. Hey, mach die Tür zu. So, okay, also wir können ihn zumindest stunnen. So viel wissen wir schon mal. Ist jetzt zumindest schon mal etwas. Das Problem ist, ich kann ihn halt nicht töten. Also, wir auch. Kill Michael Myers. So, ich habe jetzt keine Munition mehr. Kopf abhacken. Ja, wäre eine Idee. Aber womit? So, warte, ich mach noch mal ganz kurz. Ich lass mich noch mal ganz kurz killen. Ich will mal kurz was wissen. Michael! Bin hier! Mach mal kurz hier überall Licht an. Weil ich glaube, dass hier irgendwo... Da bist du. Munition. Reload. Das ist jetzt die gänzlich dümmste Entscheidung hier, in der Ecke stehen zu bleiben. Hab ich jetzt hinbekommen? Ich hab's hinbekommen, ich glaub's ja. Ich muss ihn zweimal niederstrecken. Als ob. Tommy, komm, lass uns runtergehen zur Polizei. Ich hab keine Lust mehr. Tommy, komm, wir gehen raus. Wir können nicht raus, Tommy. Tommy, hast du den Schlüssel? Mach doch die Tür auf. Okay. Gut. Lieber Chat und liebe YouTuber, wir haben es geschafft. Es war aber auch, war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Lasst gerne ein Like da. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Play. Hier wieder bei Benny und Steve. Und bis dahin sage ich erstmal, eingehauen.